So, hallo meine lieben Freunde. Willkommen zurück, State of Decay. Mal wieder im Koop. Na, die Ressourcen ansehen. Wissen über Konstruktion. Wissen über Elektrizität, Wasser. Fehlt dir da noch was oder wie? Wissen über Konstruktion. Hier gucken. Wir haben solche komischen Bücher mal gefunden. Ja, sie. Also bloß jetzt war Zwangstrennung. Bei mir nicht. So? Ja, weil du gerade kurz bei dir oder was? Weiß ich nicht. Ja. Guck mal jetzt eine Mission raus. Bei. Ja, werte die Kommandozentrale auf, steht ganz oben, dann suche eine größeren Heimatbasis. Verfolge Ziele, Kartenbildschirm aus. Auch noch andere Missionen. Und der da oben zum Beispiel, die hat noch eine Mission. Finde Händler. So, sind das jetzt deine Sachen, die du hier machen musst? Ah, ja. Was ist jetzt los hier? Ich bin rausgeflogen, das ist wohl ein Modem-Reset. Muss mir nochmal einladen. Jo, ist geschickt. Wo ist denn jetzt mal da am Tisch? Mit der muss ich reden. Ja, du musst irgendwo jetzt mal ein Ziel auf der Karte markieren, so wie ich das gemacht habe. Dass wir jetzt wissen, wo wir hinwollen. I'm sorry. Okay, jetzt müssen wir mit Pillar sprechen. Die ist da oben. Ja, oben auf der Karte ist das auch markiert. Oder jetzt hin oder was? Jo. Fahren mit dem Auto, hast oder? Ein Auto? Jo. Okay. I'm so upset about this, I can spit. Muss mal gucken, ob ich auch alles für den Weg mit dabei habe. So. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Tanken könnten wir noch. Okay. Ich muss erstmal eine Waffe reparieren. Wenn ich die Axt, die ich hier repariere. Pfeil reparieren, ja. So, das nehme ich jetzt noch mit und dann habe ich alles dabei. Jetzt zum Auto. Steht das auch da auf dem Parkplatz, oder? Ja. Can you get over here right now? We need help. Our neighbors just stole every scrap of medicine we had. How are we supposed to put up with this? What this town needs is law and order. We can't stand by and watch bullshit like this happen. Da muss noch getankt werden, oder? Ja, tankt ihn gerade? Ja. So, den schmeißen wir gleich rein. So, dann mal los. Wollt's nicht fahren, dann fahre ich gleich. Dann mache ich mir jetzt noch eine Zigarette gerade. Ja, du bist jetzt auf dem Fahrersitz. Nee. Doch.
Bin rechts eingestiegen. Ja, aber da rutscht dann immer automatisch rüber. So. So. Ja, meine lieben Freunde, wir spielen mal wieder im Koop. State of Decay. Hier, mal gucken. Nur hier rechts ab. Fuck your fears, man. We're making it through. Die ballern ja alles. Neue Waffe haben. Inventar. So, jetzt habe ich eine neue Waffe. So. Gut, dass du hier bist. Bereit für ein paar Sachen für die Brennerei zu besorgen. Ja. A beer in the morning is the best way to survive the apocalypse, don't you think? We'll see, man. Better than nothing. Oh, eine neue Waffe gefunden, ey. Das ist gut. Gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Wollen wir da jetzt hinfahren, oder? Da unten. Ja. Check it out. Screamer over there. Oh god. Oh, sorry. I'm not feeling too good. Are you okay? You get bit by a plague zombie? Not unless plague zombie is a brand of beer. Oh. Ich schreie jetzt mal gleich hinüber hier. Infestations ain't nothing to worry about now. So. Durch mit Pillar mal rauszufinden, was mit ihr nicht stimmt. Ja, die ist gebissen worden. Ruhe dich aus, ich kümmere mich darum. Thanks, you rock. In der Ersatzteil. Brennerei aufzubauen. Dann müsstest du ja eigentlich schon weiter sein im Spiel als ich. Das habe ich noch nicht gehabt. Taking chances, pick on to Papi.
Gib ihr Teile für die Brennerei. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier. Good to see you. Take care, SA. I'll make it up to you if I can. Jawohl, das erledigt. So. Dann haben wir jetzt Sheriff gestohlene Medikamente. Okay, bueno, empty. Ist nichts mehr drin, ne? Nö. Ja, dann müssen wir jetzt das mit dem Sheriff machen, ne? Ja, der Schwarz hat die Mission. Okay, dann müssen wir zum Außenposten, da bin ich gleich hier ein. I hope nothing heard that. Und was sollen wir jetzt hier machen? Charakter wechseln. Achso, ja. Everything looks good, man. So, I'm getting started. Sprich mit Seth für den Diebstahl. I don't understand why you insist on trying shit like that. Optional, sprich mit Michael, sprich mit Alexa. Michael haben wir doch direkt hier. Ja, da muss man nicht sprechen. Wenn du diesen Leuten helfen willst, dann aber nicht. Was dann aber nicht herum ist. Ach so, dann Alber nicht herum, sorry. Okay, stimmen wir zu. Angriff ist die beste Verteidigung oder nein, Gewalt ist die letzte Lösung. Machen wir nein, Gewalt ist die letzte Lösung, weil es sind ja alles voller Zombies und brauchen wir jeden Überlebenden. Jo. Geht der da jetzt hin? Ja, okay. So, mit Alexa sprechen. We should choose a leader, don't you think? Dann sie bestimmt unten. That was graceful. Mach das nicht, wir sollten unser Leben nicht für Fremde riskieren. Die Gesellschaft, also als Antwort, die Gesellschaft kann nicht zur Normalität zurückkehren, wenn wir uns nicht gegenseitig helfen. All this pussyfooting around is gonna get us killed. Okay, und jetzt müssen wir mit Sepp sprechen. Ja. Wo ist der denn? Der ist doch woanders. Yep. Gucken, wo er rumhängt. Boah, du Scheiße, ist das weit unten. Also Hauptstraße über die Schienen und dann immer die Straße folgen. Ersatzkanister, ja, haben wir dabei. Na gut. So, und jetzt eigentlich immer noch geradeaus. Ja. Zum Sheriff, ne? Freiläufer ist das. Sheriff habe ich schon mal gemacht gehabt. Ach so, dann sind das meine Ziele hier. Du hast deine auf deiner Karte.
Aber was du markiert hast, sehe ich hier nicht. Oder hast du nichts markiert? Nee, das ist so orange. Gucken, ob wir abbiegen müssen. Nee. Huch. Alles soweit bin ich noch nie hintergefahren. Gucken wir mal rein zum Kollegen hier. Ja. Speste, das ja, ist Chef. We got robbed. Good thing we live in a time of plenty. Okay, die wurden ausgeraubt. Wir wurden angegriffen und ausgeraubt. Mein Freund ist verletzt. Kannst du uns helfen, unsere Medikamente zurückzubekommen? Lass uns zuerst reden. Kein Grund für gewalttätig zu werden, wenn es nicht sein muss. Ich gehe keine unnötigen Risiken ein. Wir müssen hart zusammen. Hart und gut. Ja, jetzt kommt da ja rein. Ja, we got robbed. Good thing we live in a time of plenty. Okay, jetzt ist halt die Frage, lass mal wollen wir versuchen, das so zu klären oder hauen wir die alle kaputt? Was, alles kaputt hauen? Naja, die wurden ja beklaut und jetzt haben wir die Wahl, erstmal reden, kein Grund gewalttätig zu werden oder keine unnötigen Risiken eingehen und wir müssen hart und schnell zurückschlagen. Nimm irgendwas, das werden wir schon schaffen. Let's do it. Okay, mach, ich versuch's freundlich. So, Burrito, die bösen Sanitäter. Samariter. Mit dem Diebstahl, okay. Ist klar. Ja. Musst du auf der Karte mal markieren, sonst sehe ich das nicht. Map. Ist leider drüben. Ah, jetzt ist markiert. Hast schon alles gelootet hier, ja? Ich glaub schon, ja. Gehen wir ja alle im Weg rum hier. Küche noch was? Nö. Will gar nicht durch hier. Okay. Oh. Halt! Halt, stehen bleiben. Ja, okay, jetzt ist er eingestiegen. Der Kollege Schnürschuh wieder. Das klingt nach was Größerem. Gut, dass wir einen Geländewagen haben. Ja. Läuft. Oh, da sind wir schon.
Habe dir nichts zu sagen. Bitu übernimmt das Reden der Gruppe. Okay. Komm, stehen wieder alle hier im Weg rum. Ja, ne? Auf engstem Raum hier. Wir raffen das auch nicht und gehen einmal zur Seite. Bitu ist... Ihr seid bestimmt wegen unserer Medikamente hier. Vergiss, dass wir behalten sie. Wenn du diese Medikamente nicht hergibst, können wir vergessen, was können... Also wenn du die Medikamente hergibst, können wir vergessen, was passiert ist. Okay. Oder wir wissen, dass du Medikamente genommen hast. Gib sie her und verschwindet hier aus der Stadt. Ja, oh, musst du wissen. Dann Spiel. Ich habe die Medikamente auf und sie zurück bis in den Verkäufer. Okay, achso, der hat sie hier hergelegt. Ah. Alles klar, dann geben wir uns den. You're dead! You hear me? Dead! Fuck! Und der greift an jetzt, oder was? Shit. Eliminiere die feindlichen Diebe. Oh my god! Alter! Da steht oben der Knifte. What are you doing? Oh, die stehen hier alle im Weg rum, Alter. Kannst du gleich wieder rausgehen. Der Idiot rafft das hier nicht, Alter. So, das war's, ne? Oder was? Ja, aber der eine Typ ist verreckt. Wer ist tot? Nö, ja, der Typ, der von den zwei da mit uns gelaufen ist. Jetzt muss ich schlechte Nachrichten überbringen, dass, ja. Oh, der hat einen 8er Rucksack dabei gehabt. Sehr schön. Got mad stuff in here. Guck mal, jetzt hier, wir auch mal vorwärts oder was? Oh, jetzt geht's. Der hat einen 6er Rucksack dabei gehabt, okay. Das tun wir mal ins Auto. Wo haben wir jetzt das Auto? Da drüben. So. So, war's das jetzt hier? Ja, das war's. Ja, die hatten sogar noch einen Packsack dabei. I can't carry that much. Okay, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Auch nicht, ist auch nicht so schlimm. I like that. Oh, hier ist noch ein Ding. Nochmal ein Packsack, ach Mensch. So, hast du jetzt alles? Ja, ist noch ein Packsack drin. Ja. So. Ist klar. So, jetzt wieder zu dem Haus da runter. Ich muss mal sagen, dass der Typ halt gestorben ist. Bei einer Schießerei. Ja. We got a plague muerto here. Oh Gott. No more door. Ist gut oder schlecht? Im Dunkeln siehst du aber so wenig. So. So, was sind denn sein Kollege hier? Jetzt kommen die hier rein.
Okay, wir müssen die Medikamente geben. Weil wir haben jetzt zweimal E gekriegt, von daher ist es egal, da kann ich einmal abgeben. Oh, I'm sorry, hon. Okay, have a good day then. Oh, okay. Jawohl. Erreicht. So. Man kann das Haus hier nicht kaufen, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Nee, brauchen wir so einen Außenposten-Slot. Ja, und da weiß ich nicht, wie man die kriegt. Eine Ressource fehlt mir hier noch. Wo ist sie denn? Ja, bei mir auf Container. Was? 2 von 3. Ach, hier. Oh, cool, noch ein 8er Rucksack. Ain't nothing else here. Mini-Kühlschrank. Na, den müssen wir mal was ins Auto legen. Hilft ja nix. So. Kann man das mitnehmen? 8er Rucksack, 7er Rucksack. Ah, die Küche kann ich nie mitnehmen. Yeah. I'll be right behind. Jetzt aber. Ist klar. Sind wir alle voll bepackt. So, dann müssen wir wieder nach Hause, nehme ich an. Ja? Ja, ein bisschen Ressourcen wieder loswerden. Ja, die Packsäcke so rein. Ja, wo ging's denn jetzt hier zur Straße? Ich glaube, Reparatur braucht das Auto jetzt auch langsam mal. Das wäre halt auch cool, wenn sie das noch reinpatchen würden. Man sieht zwar den Benzintank, aber nicht Lebensenergie. Ja. Dass das vielleicht so auch noch irgendwie angezeigt wird. Ja, es lädt. Ah, okay. Infektionsherde müssen wir auch noch fertig machen, aber am besten erst, wenn es hell ist. Das kann sonst gefährlich werden. Ja. Aber lange kann es nicht mehr dauern, bis es hell wird. Cool. Wenn ich das hier herstelle, wird denn das Auto dann repariert oder was? Da ist so ein Reparatursymbol jetzt. Ja, wenn man eine Werkstatt hat, dann schon, ne? Sonst braucht man ein Toolkit. Verbesserung ansehen. Schwer gepanzert, aha. Ja, das kann ich leider noch nicht. Da habe ich nichts dafür. Hast du noch kein Toolkit? Toolkit, ja. Ja, damit kannst du es machen. Habe ich ja selber auch schon mal gemacht. So. Huch. Mir hier alles in den Schrank reinknallen. Oh. Mini-Kühlschrank-Mod. Kann ich den nicht in der Küche irgendwie verbauen?
on behalf of Red Terran. Da ist schon mit drin. Time is of the essence. Dann tun wir es einlagern. So. Ja. Mit dem Kollege wechseln. Dann haben wir noch einen 8er Rucksack, sogar ein Ding drin. So. Materialien müssen wir auch noch rausholen. Wo ist er denn jetzt? Nimm mal das mit. So. Dann haben wir zweimal Material noch mit dabei. Wir haben keinen Lagerplatz mehr. Ah, ich muss einen Anführer auswählen. Yeah, I'm gonna need something much bigger than this one. Oh shit. Oh shit. Fucking juggernaut come to play. Yeah. Oh, ist ein Dicker hier, wa? Oh ja. Ach du Schande, ey. Scheiße. Ich hab keine Waffe, ey. Ich hab nur einen Ball. Oh, das kann gefährlich werden. Nee, Alter, da darf man gar nicht mehr rangehen, ey. Oh, da hat das Gitter einfach weggeschmissen. Naja. Dafür pisse ich mich lieber. Da wäre eine Schusswaffe. Schusswaffen kann man ihn kriegen, aber mein Charakter hat keine Schusswaffe. Boah. Nicht, dass ein Charakter von dir stirbt, ey. Okay, der Digga ist tot. Na, wunderbar. Da bräuchte man eigentlich immer eine Schusswaffe damit. Müsste man immer eine haben. Level reparieren, nee. Ja, mein Primärziel ist, erstmal einen Anführer jetzt auszuwählen, aber ich weiß nicht, wen ich da nehmen soll. Mal überlegen. Oh. Tag. Ja, Leute, dann machen wir an dieser Stelle einen Break und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.